Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together mit der Ipanema. Hallo. Chaos pur. Genau, in diesem Moment hat der Beefalo von mir abgelassen. Er hat gedacht, oh scheiße, ich bin in einem, im Fernsehen. Ach, ich muss zu Hause. Peinlich. Ja, so. Wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, kommen wir irgendwie zu nichts, weil wir uns um unser Überleben kümmern müssen. Weil eigentlich haben wir so viele Pläne und wollen so viel machen. Ja. Das ist schwierig manchmal. Ich gucke jetzt, dass ich mal hier alle Ränder ablaufe, um zu gucken, wie weit das überhaupt geht. Ja, da müssten wir eigentlich auch auf die diversen Viecher noch treffen. Irgendwo. Genau. Irgendwie müssen ja die... Irgendwo wohnen die doch alle. Irgendwo müssen die doch sein. Wir brauchen das Endotherme-Feuer nicht mehr lang auf jeden Fall. Okay. Wir haben es gut durch den Sommer geschafft. Ja. Ich bin tatsächlich nur durch Hunger gestorben und nicht durch, durch Hitze. Hitze. Also Hitze, es war schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Gott, ich weiß noch, auf unserer ersten und zweiten Welt, wo wir irgendwie alle 10 von der Hitze gestorben sind. Das war nicht so schön. Nee, das hat dann auch wirklich keinen Spaß gemacht, muss man sagen. Ja. Aber jetzt wissen wir es ja mit dem Thermalstein und wir haben uns gut vorbereitet. Ja. Ich denke, was wir vielleicht noch machen können in der nächsten Zeit, ist ein bisschen größere Vorräte anzulegen von allen Sachen. Ja. Damit wir dann eine Weile lang einen Puffer haben und uns dann um andere Dinge kümmern können. Ja. Aber dann muss man halt, das ist das Problem, da muss man halt gleich das Lager auch noch ausbauen, muss halt zum Beispiel eine Kiste machen, wo nur Gras drin ist oder so, oder eine Kiste, wo nur Holz drin ist. Das habe ich mir eben auch schon überlegt. Apropos, das kann ich doch eigentlich mal machen, warum auch nicht? Ja, mach mal, du musst aber jetzt ganz, ganz viele Kisten erstmal machen, damit du das umsortieren kannst. Da scheitert es dann schon am Holz, ne? Wunderbar. Und gleich ist Nacht da, und ich hasse den Nacht. Und sie braucht schon wieder etwas zu essen. Wie auch nicht. Die ist halt hungrig. Ja. Unersättlich ist sie. Unersättlich. Schubidu. Oh. Ich habe hier Blaukappe. Ja, es ist... Hä? Ich dachte, es wäre irgendwie nur beim Vollmond da. Was macht die Blaukappe denn? Die ist irgendwie auch gut für die Sanity, glaube ich, wenn man die kocht. Grasrüstung. Ist halt auch so ein bisschen unnötig, ne? Ich weiß nicht, ob die einem großen Schutz bietet. Ja. Ich wag's irgendwie so ein bisschen zu bezweifeln. Gleich die Nacht vorbei und dann kümmere ich mich um das Holz und dann gibt es Kisten und dann wird da wieder nachvertont. Hatte jemand vergessen, den Ton anzuschalten? Kann ja eigentlich nur mir passieren. Ach, wenn es heute stressiger gewesen wäre, dann wäre es mir auch passiert wegen dem Stream. Ja, das ist wirklich ein bisschen doof, dass man das extra umstellen muss. Vor allem mach mal mehrere Geräusche gleichzeitig. Das ist dann echt schwierig. Ja. Ich habe dann immer abgewechselt. So. Hättest du auch mehrere Töne übereinander legen können. Ja, dann hätte ich halt nochmal das Ganze aufnehmen müssen. Hallo. Hallo, man. Für seine Fans macht man alles. Ja, eben. Faule. Sorry, Leute. Du faule, du. Ja. Ich muss meine Schaufel machen. Irgendwie ist meine kaputt. Wahrscheinlich finde ich sie jetzt wieder irgendwo und dann war sie nämlich gar nicht kaputt. Aber naja. Gehen wir erstmal davon aus, dass sie kaputt ist. Kommt wieder die komische Musik. Okay.
Passt das ungefähr? Mein Ton? Nein, es ist die. Die Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd. Ach so, nein, nicht. Das, die du gesummt hast, ist die Verfolgungsjagd. Ach ja, stimmt. Ja, man merkt schon, dass wir schon eine Weile aufnehmen, ne? Ja. Wir sind gar nicht bekloppt oder so. Der Tag war lang. Die Nacht wird länger, nein. Also wie gesagt, wir sind wirklich im gleichen Raum, ne? Ja, ja, Moment jetzt. Auf welche Seite müssen wir gucken? Ach, schön. Ach, die Axt hier mit 1%, die muss ich ja dringend mal benutzen hier. Ja, die bringt 12. Ich glaube, es war jetzt aber wirklich die letzte Axt. Ich habe jetzt 10 Karotten. Ja. Yeah. Wir haben noch gar keinen Hasenmann gefunden und so. Also. Nee, aber da war das nicht irgendwie die Frage, ob es den überhaupt in unserer Welt gibt. Doch, den muss es geben. Der ist auf jeden Fall. Also, ich habe nichts an dem umgestellt. Nee, ich meine, ob das nicht bei aber es gibt Shipwrecked ja, oder so war. Aber es gibt ja einen Hasenstall. Das heißt, es muss den ja geben. Hm. Das stimmt. Also so ein Hasenstall wie von den Schweinen, weißt du? Ja. Oh scheiße, ich muss wieder essen. Schön essen. Oh jo, manchmal, stimmt, manchmal macht die Sonne so, also blinkt die manchmal, ne, da oben. Also die ja. World Day Anzeige. Ja, und dann frage ich mich immer, was das soll. Aber gut, sie wird schon wissen, was sie tut. Ja, das ist halt die Sonne. Ja. Große, allmächtige Sonne. Die weiß, was sie tut. Ja, hoffentlich. Werden wir bald geröstet. 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 So. Ach, man findet so viel, wenn man hier mal so den Rand abgeht. Ja. Oh! Ich guck's mir gleich mal auf der Karte an. Ich greif mal die Katze an. Na, ich weiß nicht, wie die das findet. Tot. Fleisch habe ich jetzt. Fleisch. Eklige Pampe. Nein. Nein. Ich mache keine eklige Pampe. Ich mache leckere Sachen. Untersuchen hohlen Stumpf. Ich könnte mich dort drin zusammenrollen und sterben. Nein, bitte nicht. Das denke ich mir auch jeden Tag auf der Arbeit. In einem hohlen Stumpf rollt sie sich zusammen. Oh. Ein hohler Stumpf. Da kann ich mich auf jeden Fall zusammenrollen und sterben. Und sterben. Schön. Tja. Schöne Vorstellung. Sicher, dass bei dir alles okay ist? Ja, es ist alles in Ordnung. Nein, nicht wieder ausgraben. So geil, wie die mal gegen diese Berries haut. Und dann fallen die aber wirklich runter. Ja. So. Okay, dann habe ich hier das schon mal. Ja, ganz unten ist auf jeden Fall auch nur Wasser. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. Manu. Da war ich nämlich jetzt noch nicht. Oh, hier ist ein Toter. Wer ist das denn? Der Tote? Ja. Der heißt so. Der ist nicht tot. Das ist ein Freund von uns. Wobei, wir haben ja eigentlich keine Freunde. Wir haben hier irgendwie immer nur Feinde. Und so Leute, die einigermaßen... Au! Da ist ein Riesenviech, was... Ich habe gerade gedacht, warum liegt da so viel Wolle und Fleisch und so rum? Und dann ist da so ein Riesenviech. Und? Ich weiß nicht, was es ist. Hilfe!
Es ist ein Bär. Es ist so ein riesiger Bär, so ein riesiger Waschbär. Oh, der frisst da das ganze Fleisch. Ich ein geh Waschbär. Mal, ein riesiger Waschbär. Ich gehe mal hin und klau mir mal das. Der ist, sieht aber okay. zufrieden aus. Wenn er frisst, dann sieht er zufrieden aus. Furtuft. Furtuft. Nicht Furtuft. Furtuft. Okay. Okay, der hat mich nicht, der hat mich nicht angegriffen, also. Gut, immerhin. Aber er war riesig. Aber er war riesig. Er war wirklich riesig. Kann ich bitte. Ich will, nein! Oh. Ich habe Angst, da lang zu laufen. Also in der Wüste da lang zu laufen, weil ich. Wo das Rieseninsekt war, ne? Habe ich ein bisschen Angst. Ja. So, ich gucke jetzt nochmal auf der Karte, wo du gerade bist. Oha! Verrückt! Okay, ich habe hier jetzt 3 Beefalo-Hörner. Hm. Ein guter Zeitpunkt, um zurückzukommen. Nee, warte, die kann ich ja nicht stacken. Also die liegen hier. Ich muss das gerade mal. Der Boden bebt. Ruhe hier mittendrin, das will ich eigentlich. Nein! Wusa. Moment. Was hatte ich denn hier? Ach, ich lasse eine von den Äxten hier. Die lasse ich jetzt mal kurz hier. Und dann nehme ich. Oh. Zuerst muss ich in die Hand nehmen. So, also ich habe jetzt mal eine Graskiste gemacht. Okay, ich nehme jetzt hier mega viel Wolle mit. Mhm, dann machen wir auch noch eine Wollekiste. Ich habe leider im Moment nicht genug Holz, um noch weitere zu machen, aber das kommt noch. Ist hier was drin? Ja. Der Boden bebt. Oh, 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 jetzt greift es mich an. Jetzt läuft es mir hinterher. Was hast du jetzt gemacht? Oder was hast du anders gemacht als davor? Jetzt frisst er gerade nicht. Ach so. Nicht sterben. Nee, nee, alles, also mir geht's noch gut. Der, okay. ist auch recht langsam. Aber ich laufe jetzt nicht zum Lager, weil er hier alles kaputt macht. Ja, ist vielleicht besser. Also wenn du ihn sehen möchtest, kannst du... Machen. Oh, warte, ich hab eine Idee. Ah, du bist ja in der Nähe. Okay. Ich führe den zu den Spinnen. Aber sind von hier die Spinnen nicht voll weit weg? Ja. Aber der läuft mir mega lange hinterher gerade. Okay. So, noch mehr Holz. Holzi, Holz. Oh, jetzt läuft er mir nicht mehr hinterher. Oh, doch. Der hat nur kurze Pause gemacht. Ja, so, ach, Mann, die ist echt schnell. Ist ganz schön anstrengend. Der läuft mir voll witzig hinterher, wie so ein Tanz. Tja, ich würde es jetzt mit angucken, aber ich muss jetzt hier leider Holz hacken. Oh, jetzt hat er was gegessen. Jetzt ist er wieder zufrieden. Was hast du denn gegessen? Tja. Deine Beine. Ne, wenn der gegessen hat, dann bleibt er stehen und ist lieb. Okay. Ich habe jetzt einen Fürtuft. Ein Pelz, was ist Tuft? Keine Ahnung. Ich habe gehofft, du weißt das. Nee. Du bist die Gebildete von uns beiden. Nee. Wow, nein! Nein! Deshalb musst du nicht weinen. Ich habe zu viele Bäume gefällt. Du weißt, was das heißt. Ein Wächter? Einer? Wir reden hier von... Zwei?
einer ganzen Familie von Wächtern. Hä, aber seit wann kommen die denn? Vielleicht haben wir nie so viele auf einmal gefällt. Warum kommen die nicht? Machen die irgendwas kaputt? Ich höre hier... Sag, die Kleinen, die machen so komische Geräusche. Was ist das? Ich sag's ja. Da ist so ein Baum, der... Ja, ja. Das sind andere, Okay, vielleicht muss man einfach ein bisschen länger im Spiel sein. Huch, jetzt ist er verschwunden. Das sind andere Baumwächter, ja. Ja, ja, von den, von diesen Laubbäumen. Das sind mein Speer, ja. Irgendwie ist es traurig. Ja, ne? Vor allem, weil die... Oh, guck mal, der Frosch. Die Frösche. Die hauen sich gegenseitig. Die Frösche hauen sich? Wegen diesen Baumwächtern. Oh, da kommen immer mehr so kleine Kackis. Die teilen sich die jetzt auf. Aua. Ich war weit weg, ja. Aber der hat mich gehauen. Ich habe einen Energiepunkt abgezogen bekommen. Ist jetzt nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Was ist da dann schon wieder los? So, warte mal. Wir können auch eine, eine Büffelhorn-Kiste machen sogar. Ja. Ja, ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Holz, aber ich muss dann erstmal noch Kisten draus machen. Irgendwie ist jetzt still. Ich hoffe, die sind ja, jetzt weg. Ja, gerade war echt still, ne? Nee, ich glaube, sie sind noch da. Laufen die hinterher, oder wie? Nee, aber ich habe jetzt wieder welche gehört. Solange die nicht hinterherlaufen. Ja, vielleicht wirklich nur, wenn man zu nahe kommt. Zwei Augen von den Großen, ist auch irgendwie ein bisschen gruselig. Ja. Ich geh jetzt mal ins Lager und mach mal was aus dem schönen Holz hier. It wouldn't fit. Willst du essen? Ich habe nämlich genug. Ja, ich habe auch genug. Ich hab. Wie schaffst du es immer genug zu essen zu haben? Ich habe den Kühlschrank gefüllt. Ja, sehr gut. Ich weiß es nicht. Ich sammel halt ganz viel auf dem Weg. Ja, ja gut, du warst jetzt viel unterwegs. Ja. Okay, dann mache ich jetzt mal die Hörner. Hier sind auch, in den Kisten sind auch noch drei Hörner drin, ne? Ja, ich mache das direkt so. Da rein. Ich glaube, wir brauchen keinen Salpeter mehr, aber... So. Ich habe jetzt einfach mal da unten die Kisten gemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, ja. Habe ich gesehen. Wunderbar. Dann weiß man halt, dass die unten sind die, wo nur eine Sache jeweils drin ist. Oh, da unten klingelt das Telefon bei mir im Haus. Ich hoffe, das hört man nicht. Nee, ich höre nichts. Okay, ich werde sowieso nicht dran gehen. Armer Anrufer. Ja, so oft rufen eigentlich auch nicht Leute an. Gruselig. Vor allem um 9 Uhr abends. Gruselig, wie schon gesagt. Es kommt gleich hinter mir so eine Hand hoch. Nessa, bist du noch da? Oh, hier ist ja noch ein Horn und noch ein Horn. Hä? Hm. Ich dachte, ich habe die weggelegt. Was ist denn da jetzt? Ich habe ganz viele Hörner gesammelt. Werde ich jetzt von der Dunkelheit verschluckt? Oh, fast. Oho, das war knapp. Da sind Kackis. Wo? Jetzt ist es weg. Geh mal zum Feuer. Hier ist so eine gekochte Blaukappe. Ja. Und die anderen Blaukappen sind hier drin.
Ja, sehr gut, okay. Das hat schon mal was gebracht. So. Ah ja, okay, perfekt. Dann haben wir ein bisschen Sachen da drin. Ja, genau. Damit du auch mal... haben wir jetzt alle Fäulnis aufgebraucht. Ja, es kann sein. Die Bäume sind wieder normal, also. Übrigens. Okay, sehr gut. Also niemals zu viele Bäume auf einmal fällen, haben wir jetzt gelernt. Ein Kaninchen umgebracht. Ich fühle mich so toll, deswegen. Ich bin so stark. Hm. Schade, dass ich den Riesen nicht zu den Dings locken konnte, weil er zwischendrin was gegessen hat. Ja. Wer weiß, was dann passiert wäre. Seide, ahoi, auf jeden Fall. Boah, das wäre so cool gewesen. Zack. Nein. Hier, auslegen. Zack. Ich bin gerade erschrocken. Auf einmal ist hier die Maya drin. Kann sie Türen öffnen? Nein, sie hat wahrscheinlich so an der Tür gekratzt. Weil sie mich liebt. Oh. Wenigstens einer hier. Ah. Ah. Hast du sie gehört? Ich habe nur das komische Hasi hier gehört, was ich aus Versehen getötet habe. Komm her. Aus Versehen mit Absicht. Komm her. Wo bist du? Ja, komm in die Kamera. Wo bist du? Maya. Es ist ein bisschen scheu, ne? Ich weiß nicht, ob sie wieder raus will. Ja, möchtest du. Wo bist du? Ich sehe sie nicht. Vielleicht ist bei dir jetzt gleich der Anruf und dann... Oh, kennst du, da, es gibt wirklich so einen Horrorfilm mit so einem Anruf, der so, sich so überträgt und man hört sich selber, wie man stirbt. Okay. Wo fängt es an zu regnen? Nein. Oder war das gerade nur so ein Ding? Wenn es anfängt zu regnen, bin ich am Popo, weil mein Regenschirm ist bei dir. Sehr gut. Ich habe Gurtsknoten. Also man muss echt die Steppenläufer ein bisschen plündern. Ja. Moment mal, ich bin gleich wieder da. So, ich hoffe, Nessa hat euch gut unterhalten. Oh, du willst gar nicht wissen, was ich erzählt habe. Doch, lachst du. Okay. Das wird ja bei mir rausgeschnitten. Tja, bei mir nicht. Boah, da sind so viele Bernies schon wieder, ey. Bernies. Come to Mama. Oh, ich habe hier eine Seite gefunden. So. Und wir, Achtung, haben das Ende dieser Folge gefunden. Gehst du noch zu deinem Psychiater, Nessa? Gestorben durch Wortwitz. Ja. Okay. Ja, einmal die Woche. Ich glaube, es ist nicht genug. Ich glaube auch. Ja. So, jetzt bin ich wieder Essen voll und wir können die Folge beenden. Wir sehen uns übermorgen zur nächsten Folge von Don't Stuff Together. Noch verrückter als heute, wobei, das sag ich, sollte ich lieber nicht sagen. Es ist schon verrückt genug. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, mach's gut.